أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ليبي كندا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله geht's euch allen gut. Könnt ihr uns gut hören, ihr Lieben? Ihr könnt in den Chat reinschreiben. Wenn ihr uns hören könnt, könnt ihr bitte in den Chat. Ja, Mascha. Genau. Alhamdulillah, wir freuen uns, ihr Lieben, dass wir heute den Kinderkurs mit euch gemeinsam anfangen können. Ich fange mal ganz langsam an. Es kann sein, dass manche Kinder noch reinkommen. Wir haben ja erst 14.01 Uhr, aber ihr merkt, wir fangen hier, inshallah, sehr, sehr pünktlich an. Also nochmal, willkommen an alle lieben Kinder. Wir freuen uns wirklich sehr, sehr, dass wir gemeinsam Islam lernen dürfen, gemeinsam über Allah, über den Din, über den Islam sprechen dürfen. Ihr Lieben, mein Name ist Atiya. Ihr könnt mich Ustaza Atiya nennen oder Tante Atiya. Alles ist in Ordnung. Ich bin heute mit dabei, um euch einfach willkommen zu heißen, um euch mitzuteilen, wie sehr ich mich freue, dass wir das gemeinsam machen dürfen. Und zwar werden wir hier inshallah gemeinsam den Kurs Was ist Islam? Durchnehmen. Erstmal aber, weil wir heute zum ersten Mal zusammenkommen, erstmal noch Zakaria auch vorstellen. Das ist Zakaria, euer Kursbetreuer. Den werdet ihr inshallah jede Woche als euren Lehrer, euren Betreuer begrüßen dürfen. Und ich komme, ja, heute bin ich dabei und inshallah werde ich ab und zu auch mit dabei sein, einfach um zu schauen, ob bei euch alles in Ordnung läuft. Ja, wir freuen uns wirklich sehr. Wir heißen uns noch mal, euch nochmal wirklich willkommen vom Herzen und wir werden euch gleich inshallah diesen Kurs vorstellen. Ja, worum geht's hier? Warum kommen wir zusammen? Was erwarten wir von euch, ihr Lieben? Ja, was könnt ihr von uns erwarten? All das werden wir inshallah gleich vorstellen, besprechen. Bevor wir das aber tun, ihr Lieben, ich weiß, eure Mikrofone sind nicht an. Ja, vielleicht will ja der ein oder andere von euch etwas gerne sagen. Wir machen das hier aber so, dass wir während dem Unterricht die Mikrofone von allen Teilnehmern ausschalten. Das heißt, ihr könnt das Mikro selber gar nicht anmachen. Warum machen wir das, ihr Lieben? Weil immer wieder, wenn wir die Mikrofone anlassen, leider, leider ist das einfach zu laut. Ja, weil manche Kinder von euch, ja, sind vielleicht ein bisschen jünger oder machen aus Versehen das Mikrofon an. Und deswegen, ihr Lieben, ihr könnt gerne in den Chat schreiben, wenn wir euch etwas fragen. Ja, da können wir lesen, was ihr als Antwort geschrieben habt. Genau, und nur schreiben, wenn wir euch etwas fragen. Ja, wenn wir euch etwas fragen oder wenn ihr etwas Wichtiges zu sagen habt, aber einfach irgendwelche Smiley schicken oder ja, einfach so in den Chat reinschreiben. Nein, das sollt ihr bitte natürlich nicht machen. So, als allererstes würde ich gern mal erfahren, wer von euch lieben Kindern war denn schon beim letzten Kurs, wisst ihr noch, vor einem Monat ungefähr hatten wir einen anderen Kurs. Was ist Iman? Ja, was ist der Glaube? Das haben wir schon durchgenommen. Wer von euch lieben Kindern war beim letzten Kurs schon mit dabei? Ja, ihr könnt schreiben ich, wenn ihr dabei wart und ich nicht, ja, wenn ihr nicht dabei wart und wenn das hier der erste Kurs ist, an dem ihr mitmacht. Lasst mal lesen. Ja, okay, Jasmin war dabei. Okay, wer noch? Wer war beim letzten Kurs dabei? Nadia war nicht dabei. Okay, Hanifa war dabei. Mashallah, ja, das wissen wir noch. Okay, Eslem war nicht dabei. Alles klar, weiter. Schreibt alle rein. Wir wollen von euch erfahren, wer dabei war, wer nicht. Ach, Mashallah, guck mal. Adam auch nicht. Elif auch nicht. Safia war auch nicht dabei. Amila war auch nicht dabei. Okay, Mashallah. Da freuen wir uns, dass ihr bei uns mitmacht. Ziad war dabei. Alles klar.
iPhone Dauda, okay, war auch nicht dabei, sehr gut. Da freuen wir uns wirklich sehr, dass wir so viele neue Schüler haben. Was steht da? Ismahan, okay, war auch nicht dabei. Qatada war auch nicht dabei. Aber es wurde erklärt von dem Anfang. Amir und Mohammed waren bei Suratul Kahf dabei. Mashallah, das ist ja schon ein bisschen was her. Super, dass ihr wieder mitmacht, da freuen wir uns. Ja, was ist mit den anderen? Meldet euch alle, ihr Lieben. Ja, wir fragen gerade, manche sind gerade erst rein, wir fragen gerade, wer von euch war schon beim letzten Kurs mit dabei? Ja, und wer macht jetzt zum ersten Mal mit, damit wir auch wissen, wer neu ist, ja, auf den wir besonders achten müssen. Ja, Maschallah, sind einige, die jetzt zum ersten Mal mitmachen. Genau. Ich mache den Ton. Ja, den Ton kannst du leider gerade nicht anmachen. Du kannst gerne reinschreiben. Ja? Ach so, die hört, schreib mal rein. Du musst Wi-Fi-Ton an deinem Handy freischalten. Genau. Dann könnt ihr uns auch hören. Okay. Maschallah, waren einige dabei. Okay, eure Namen haben wir jetzt gelesen. Maschallah, sehr gemischte Gruppe. Als nächstes würden wir gerne erfahren, Mashallah, Muhammad Khan hat mit den Geschwistern die Durus angehört. Und dieses Mal bist du selber dabei. Da freuen wir uns sehr, Muhammad, Mashallah. Super, Barakallah, an deinem Handy. Genau, Freischalt, das ist ja. Genau, okay, dann nächste Frage, liebe Kinder. Seid alle bereit? Ihr sollt in den Chat schreiben. Wie alt seid ihr? Jeder soll sein Alter bitte mal schreiben. Seid ihr 7 oder eher 10 oder schon 13? Mashallah, jeder soll sein Alter mal reinschreiben. Hanifa ist schon 7, mashallah, okay. 10, 8, okay. Hudaifa ist 10, Mariam 7 erst, mashallah. Sehr schön. Barakallah, haben wir viele junge Kinder, ne? Mashallah, Im aber auch um Durchschnitt waren 10. sie 19, Ja, ja. im Durchschnitt 19 Jahre alt, mashallah, da freuen wir uns sehr, ihr Lieben. Und wir freuen uns vor allem, weil wir wissen, ja, wir wissen und wir sind überzeugt davon, dass dieser Kurs sehr, sehr wichtig ist. Mashallah, Amir hatte heute sogar Geburtstag, ist heute 11 geworden. Möge Allah dich segnen, euch alle hier segnen und euch ein gutes, gesegnetes Leben schenken. Elisa Nur, okay, da wo Nadia steht, du heißt Elisa Nur, Mashallah. Okay, also wir haben einige verschiedene Alter. Sehr schön, 7 erst, Mashallah. Ja, da freuen wir uns wirklich. Also ihr geht eigentlich alle zur Schule. Ja, wir haben hier keine Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, oder? Seid ihr alle Schulkinder schon? Könnt ihr schon langsam lesen? Ich denke schon, ne? Die meisten können langsam lesen. Ja, wenn nicht, wenn ihr noch nicht lesen könnt, dann hört uns sehr aufmerksam zu. Ja, wir lesen euch auch immer alles langsam vor. Auch wenn ihr noch langsam lesen könnt, gar kein Problem. Wir lesen immer alles, was ihr hier im Fenster seht, in der Präsentation. Das lesen wir euch auch immer vor. Inshallah wird das ganz, ganz gut mit uns klappen. Ja? Okay, da freuen wir uns, ihr Lieben, dass ihr mitmacht, obwohl ihr so jung oder Mashallah schon älter seid. Alhamdulillah. Und dass ihr, Mashallah, Samstag euch Zeit nehmt, um bei einem solchen Kurs mitzumachen. Okay, da stellen wir euch jetzt erstmal ein paar allgemeine Regeln und vor, was ihr in diesem Kurs lernen werdet. Assalamu alaikum. Wir werden jetzt am Anfang erst das Langweilige aus dem Weg schaffen, also die Kursregeln durchgehen, inshallah. So, dieser Kurs wird über Islam sein, was Islam genau ist, so wie das Gebet, Hajj, Fasten, Ramadan, viele von uns kennen das, oder die Pilgerfahrt nach Mekka, die Zakat, das Geld geben, das jährliche Geld geben im Jahr zu den Armen. Und so weiter. Aber wir werden auch lernen, wie man diese Sachen im Islam, diese Ibadat, diese Aufgaben im Islam auch also tut, wie man diese, mit welchen Regeln man mit diesen Sachen umgeht. Und wir werden auch das islamische Benehmen und Verhalten lernen, inshallah, wie man sich als Muslim verhalten muss, wie man mit anderen Menschen umgehen muss als Muslim. Und wir werden auch die 99 Namen Allahs wieder durchnehmen. Und für die, die den letzten Kurs dabei waren, werden wir diese 99 Namen wieder wiederholen, inshallah. Weil Wiederholung ist auch, was das Wissen echt auch befestigt im Kopf und im Herz, inshallah. Also, ja, und wir werden die Namen der Suras des Korans lernen, inshallah. Wir werden nicht den ganzen Koran auswendig lernen, also nur die Namen der Kapitel und der Suren, so dass wir so ein ungefähres Bild haben, wie der Koran ungefähr aussieht,
wie viele Suren es im Koran aufgebaut gibt. ist. Und so, dass wir, dass es ein erster Stein ist, so dass wir damit danach anfangen können, auch den Koran dann auch, inshallah, mehr zu lieben zu können und auswendig lernen zu können, inshallah. Inshallah, inshallah. Genau, sollen wir das mal kurz zeigen? Ja, ich zeige euch das mal, wie das aussieht, was wir gemeinsam, inshallah, auswendig lernen werden. Ich zeige euch das mal. Moment. Ihr seht das gleich im Fenster, ihr Lieben. Okay. Jetzt müsstet ihr das sehen. So lernen wir das. Ja, ich glaube, ihr habt jetzt verstanden, wie das aussieht. Ja, das Ganze gibt es natürlich auch nochmal auf Arabisch und Deutsch. Ja, dass ihr auch sehen könnt, wie die deutschen Namen von den Suren sind. Ja, ihr sollt nur eine Idee haben, wie das aussieht, wie ihr das gemeinsam, inshallah, auswendig lernen werdet. Ja, wir werden euch auch jedes Mal, ja, wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr gerne in den Chat schreiben. Ja, aber jetzt, also hört erstmal aufmerksam zu, inshallah. Und wenn ihr am Ende dann noch eine Frage habt, dann könnt ihr gerne fragen. Natürlich, ja, da freuen wir uns, wenn ihr Fragen fragt. zum Unterricht oder zum Genau. Unterricht Inhalt mache ich sowieso jedes Mal am Ende des Unterrichts, wenn ich Genau. irgendwo genug Fragen beantworten, inshallah. Also, Genau. wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr diese Frage aufschreiben im Notizbuch oder wenn ihr euch auch an die Frage erinnern könnt, dann werde ich auch die Fragen Genau, jetzt machen wir aufschreiben. die Regeln, inshallah, die Gruppenregeln, ihr Lieben. So, das sind die Unterrichtsregeln, inshallah. Natürlich, das Wichtigste ist Pünktlichkeit, so dass man zur Zeit da ist und sich im Zoom-Raum einloggt, inshallah. Weil wir wollen ja nichts verpassen oder was vielleicht nicht mitbekommen, inshallah. Die zweite Regel ist nicht chatten. Also das heißt jetzt sowieso Miteinander. miteinander hier in der Gruppe. Also wenn ihr natürlich eine Frage habt, könnt ihr im Chat hier schreiben, inshallah. Aber bitte nicht miteinander hier, während wir Unterricht haben, miteinander reden und so weiter. Und Fragen werden generell am Ende gestellt, inshallah. Und werden am Ende auch beantwortet. Aber wenn es eine dringende Frage ist, oder eine Frage zum Unterrichtsrat, was wir momentan gerade durchnehmen, so ist eine Art, dann kann man Hört ihr auch auch direkt, ja, direkt genau. in beiden Wichtig, Unterricht schaut stellen, mal, inshallah. Kinder, es ist wichtig, dass ihr aufmerksam seid und dass wir uns gegenseitig nicht ablenken. Ne? Schaut mal, wenn ich jetzt anfange, Zakaria redet und ich fange an zu summen, ja, und ich fange an zu tuscheln und zu flüstern, ja, dann kann weder Zakaria kann sich auf mich konzentrieren und ihr denkt auch, was ist denn da im Hintergrund los? Ja, warum ist das so laut? Ja, und ihr hört dann dem Zakaria gar nicht mehr zu. Ne? Schaut mal, wenn wir hier schon zusammenkommen, ja, und das, was wir hier lernen, ist das wertvollste Wissen auf dieser Welt. So, hört euch nochmal diesen Satz an.
Was wir hier lernen, ist das wertvollste Wissen auf der gesamten Erdkugel. Ja, ich stehe dazu, das ist die Wahrheit, das ist hier das wichtigste Wissen überhaupt. Warum? Warum ist das das wichtigste Wissen? Schaut mal. Wenn ihr zum Beispiel lernt, wie man näht, ja, manche Mädchen mögen zum Beispiel gerne etwas nähen, ja, und die lernen das, einen Knopf annähen oder für die Puppen Kleider nähen. Oder wenn ihr lernt, wie man ein Auto repariert. Oder ihr lernt, was kann man noch so lernen? Schreiben, lesen. Ja, viele Sachen kann man lernen. Das ist alles sehr wertvoll. Ja, mit einem Auto reparieren kannst du später Geld verdienen. Nicht wahr? Automechaniker verdienen richtig gut Geld. Ja, wenn du Doktor bist, hast du auch viel gelernt und du kannst damit Geld verdienen. Du kannst anderen Leuten helfen. Das ist alles wunderbar. Aber mit dem Wissen, was wir hier gemeinsam lernen, was bekommen wir dafür? Was gibt Allah uns, wenn wir gute Muslime sind? Wer weiß das? Schreibt rein. Wer weiß, was ist die Belohnung für guter, echter Muslim sein? Was ist die Belohnung dafür? Wer weiß das? Was kriegt man? Denkt nach. Jannah. Ja, Hasanat. Und mit den Hasanat kriegt man was? Hudhaifa? Wozu führen die Hasanat? Das Paradies. Und ist das Paradies nicht das Allerwertvollste, was es überhaupt gibt? Kann man das ganze Geld dieser Welt, stellt euch vor, die ganzen Diamanten, alle Goldklumpen, alle Schmucksorten, alles Bargeld dieser Welt wird auf einen Berg aufgehäuft. Okay? Stellt euch vor, Gold, Silber, Diamanten, Geld, uff, ja, immer weiter ein Riesenberg. Ist das wertvoller oder ein Haus in Jannah? Was ist wertvoller? Nicht ein Haus, ein kleiner Garten in Jannah, ein kleines Plätzchen in Jannah ist wertvoller als die gesamte Welt, die wir hier haben. Deswegen, das Wissen, was uns zu Jannah bringt, ist das wertvollste Wissen. Ja, und deswegen, liebe Kinder, wir wollen nicht, dass eure Eltern euch immer erinnern müssen. Ja, das ist mein Kind, es ist Unterricht, geh schnell zu Zoom. Ja, bereite dich vor, hast du Hausaufgaben gemacht? Nein, dieser Kurs, der ist für euch. Ja, eure Eltern haben nichts davon. Ihr lernt hier für euer Paradies. Ja, und deswegen sollt ihr pünktlich sein. Ihr sollt aufmerksam sein. Ihr sollt euch konzentrieren, weil ihr wollt doch ins Paradies. Ja, wenn du ins Paradies gehst, habe ich was davon? Nein, ich freue mich für dich, aber ich habe nichts davon. Wenn du, lieber Adam und Mohammed und Qatada und Hanifa und Maryam und alle eure lieben, schönen Namen, wenn du, liebes Kind, ins Paradies willst, dann fängst du jetzt an, damit dafür etwas zu tun. Nicht wahr? Deswegen ist das wertvoll. Deswegen respektieren wir diesen Klassenraum. Ja, auch wenn er nur online ist, aber wir machen das Beste daraus. Inshallah. Ja. Genau. Okay, jetzt machen wir eine kleine Wiederholung, ihr Lieben, weil manche Kinder hier, die haben nicht beim letzten Kurs mitgemacht. Schaut mal. Der Name von eurem Kurs, jetzt, wo ihr gerade mitmacht, ist, was ist Islam? Der Name von eurem Kurs ist welcher? Was ist Islam? Das heißt, nach diesem Kurs, inshallah, wisst ihr, was Islam ist. Okay? Und dann könnt ihr anderen, euren Freunden, euren Cousins, Cousinen, vielleicht sogar jemand Erwachsener in eurer Verwandtschaft, der noch nicht viel über Islam weiß, könnt ihr dann inshallah euer Wissen teilen. Dass ja, guck mal, ich habe gelernt, das und das und das ist Islam. So ist man guter Muslim. Ihr wisst das dann, inshallah, wenn wir unseren Job gut machen, ja, wenn Zakaria seinen Job gut macht, dann wisst ihr am Ende dieses Kurses, was Islam ist. So, jetzt vor diesem Kurs hatten wir ja die letzten paar Monate einen anderen Kurs gehabt. Inshallah können wir das ja auch die neuen Kinder mal irgendwann zusammen lernen. Und da ging es darum, was ist Iman? Was ist Glaube? Ja, und das möchte ich ganz kurz hier nochmal wiederholen. Das kann auch den alten Kindern inshallah nicht schaden. Ja, das ist eine gute Wiederholung, damit ihr wisst, ja, und auffrischt nochmal dieses wichtige Wissen, was ist Iman? Was ist Glaube? Okay, und wer könnte besser wissen? Ja, wer könnte genauer Bescheid sagen, was Iman ist, als der Gesandte Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, immer wenn wir Muhammad sagen, sagen wir auch sallallahu alaihi wasallam dazu, ja, weil wir ihn lieben und respektieren. Okay? Und er hat uns beigebracht, sag ich mal fort. Was ist Iman? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam
sagte, der Glaube ist das, dass du an Allah, an seine Engel, an seine Bücher, an die Begegnung mit ihm, an seine Gesandten und an die Auferstehung glaubst. Sahih Richtig, Muslim. richtig. Der Glaube ist also, dass du bestätigst, dass du sagst, ja, ich bin dabei, ich glaube das auch. Ich glaube an Allah, an die Engel, dass Allah Bücher geschickt hat. Mach mal das nächste Bild. Ja, an die Begegnung mit ihm bedeutet an den Tag der Auferstehung. Hier habt ihr noch mal eine schöne Liste, eine schöne Übersicht. Und ich möchte, dass ihr alle auswendig könnt, ja, woran jeder Muslim glauben muss. Ja, ich schicke euch nachher eine schöne Nasheed, gibt es dazu auch. Ja, da kann man das ganz schnell auswendig lernen. Ich glaube an Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ja, und so weiter. Auf Arabisch kann man das sehr, sehr schön lernen. Ja, wir glauben also, dass Allah unser Schöpfer ist. Ja, keiner von uns wäre da. Keiner von uns. Und auch nicht unsere Eltern. Und auch nicht unsere Großeltern. Kein Mensch auf der Erde würde da sein, wenn Allah ihn nicht gemacht hätte. Nicht wahr? Allah hat alles geschaffen. Allah versorgt jeden. Allah passt auf alles auf. Allah gebietet, herrscht, ist König über alles und jedes. Jeder hat alles Allah zu verdanken. Ja, auch die, die gar nicht an Allah glauben. Wisst ihr das? Jemand zum Beispiel, bestimmt habt ihr in der Schule, in der Klasse, jemand, der vielleicht mal gesagt hat, ich glaube doch nicht an Gott. Ja, ich glaube das doch nicht. Aber sogar er, ja, der so redet, er ist auch von Allah geschaffen. Ja, der verdankt auch alles Allah. Auch er kann nur essen und trinken und hat Eltern und ein Dach über dem Kopf, weil Allah ihm das alles gegeben hat. Genauso glauben wir an die Engel. Weiß jemand von euch, woraus Engel erschaffen sind? Menschen sind ja aus Erde erschaffen, ursprünglich. Na? Woraus sind Engel erschaffen? Weiß das jemand? Ich gebe euch ein Stichwort. Lichtgeschwindigkeit. Ah, aus Licht. Das ist einfach. Super. Das war einfach jetzt, aber die waren schon am Schreiben. Ja, aus Licht. Ihr seid super. Barakallah. Ganz genau. Deswegen sind die auch so schnell. Ja, die Engel können ja in einer Millisekunde, können die um die ganze Erde rum und können blitzschnell, blitzes langsam. Ja, Lichtgeschwindigkeit schnell können die die Aufgaben von Allah erledigen. Die sind wunderschön. Die sind prächtig. Die sind, manche von den Engeln sind riesig, aber schön dabei. Ja, und einer der Engel, das ist der wichtigste von allen, der hat die Aufgabe, die Botschaft von Allah zu den Menschen zu bringen. Weiß jemand, wie dieser Engel heißt? Wer kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat ihm den Koran gebracht? Jibril, Djibril, super, mashallah, sehr gut. Ihr lieben anderen Kinder, wenn ihr das nicht wisst, ist überhaupt nicht schlimm. Ja, wir fragen nur so ein bisschen, damit wir wissen, was ihr schon alles gelernt habt. Ja, aber wenn jemand das noch nicht weiß, gar kein Problem. Dafür sind wir ja hier zusammen. Ja, damit wir das lernen können. Djibril, Gabriel. Ist das nicht ein wunderschöner Name? Ich liebe diesen Namen. Djibril. Richtig. Und es gibt viele, viele, viele andere Engel. Ihr Lieben, jeder von uns, ja, und also wenn ihr älter seid, dann auf jeden Fall, jeder von uns, jeder Mensch, der schon, ne, reif ist, erwachsen ist, hat zwei Engel nonstop mit sich. Der eine schreibt die guten Taten, der andere die schlechten. Ihr seid noch klein, bei euch wird noch nicht geschrieben. Ja, aber ihr müsst euch vorbereiten. Bald, bald, inshallah, ist das soweit, dass eure Taten, inshallah, viele, viele gute Taten, ja, hoffentlich, Amen. inshallah, viele, viele gute Taten geschrieben werden. Was ist wohl mit Büchern gemeint? Dass wir an Bücher glauben? Was ist damit gemeint? Ja, Bücher, so die Stadtbibliothek, Kinderbücher, was ist mit Büchern gemeint? Was denkt ihr? Was ist wohl mit Büchern gemeint? Koran, Amen. super, barakallah. Und genauso wie Koran gab es früher, ja, bevor Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Amen. war, früher gab es ja auch schon Menschen. Allah hat den früheren Menschen auch schon Bücher geschickt. Richtig. Ja, die Bibel, also die Tora und das Evangelium, ganz genau. Aber kann ich dann wählen, dass, ich möchte gerne der Tora folgen? Darf ich das sagen? Allah hat ja erst Tora, dann Evangelium und dann als letztes Koran geschickt. Kann ich jetzt wählen, ich möchte gerne, ja, der Tora folgen? Nein, ihr seid super, barakallah. Sondern Allah hat als letztes, ja, den Koran geschickt. Und jetzt müssen alle Menschen natürlich dem Koran folgen.
Ja, das ist wie, wenn es ein Gerät gibt, ein iPhone oder ein Telefon oder ein Smartphone. Ja, und das gab eine alte Version und dafür gab es eine Anleitung. Ja, so eine alte Anleitung. Okay? Und da kaufst du irgendwann ein neues Telefon und sagst so, ich folge jetzt der alten Anleitung. Geht das? Klappt das? Nee, da machst du dann vielleicht sogar dein Telefon kaputt. Das geht nicht. Du musst der aktuellen, du musst der neuen Anleitung folgen, damit alles gut funktioniert. Nicht, dass du was kaputt machst. Ja, nicht, dass was Wertvolles kaputt geht. Ja, und der Koran ist die letzte, wertvollste und immer gültige Anleitung. Wir lieben den Koran, wir folgen dem Koran, wir glauben aber und respektieren alle Bücher. Denn ja, sind alle von Allah, aber folgen tun wir dem Koran. Genauso, ihr lieben Kinder, glauben wir an die Gesandten. Könnt ihr mir den Namen von einem Gesandten sagen? Wer zum Beispiel? Wer ist Gesandter? Gesandter von Allah zu den Menschen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Super. Und vor Muhammad gab es Isa und Ibrahim. Musa, Ibrahim. Es gab Jakub, es gab Ismail, es gab so viele. Adam alaihi salam. Super. Es gab so viele Gesandte. Und das war Hud, ihr seid super. Dawud, ganz genau. Ilyas, Nuh. Das sind alles unsere geliebten Menschen, ja, so wie die uns geliebt haben, weil die für uns, damit wir diesem Weg folgen können, damit wir die Wahrheit erfahren dürfen, haben diese Menschen viel gearbeitet. Ja, unermüdlich. Die haben, kein Opfer war ihnen zu groß, damit wir die Wahrheit erfahren. Ja, Yusuf, super, Suleiman, super, ihr Lieben. Ja, da wisst ihr schon sehr viel. Dhul-Kifl, sehr gut, hast du sogar einen seltenen. Ja, der selten genannt wird. Super, ihr Lieben. Yunus alayhi salam. Das sind auch alles wundervolle Geschichten. Inshallah werden wir die mal lernen. Ja, von jedem einzelnen Propheten. Das sind unsere Vorbilder. Ja, wir lieben sie, wir glauben an sie. Und dadurch, dass wir Muhammad folgen, sallallahu alaihi wasallam, Zakaria, ganz genau. Ja, das ist auch ein Prophetenname. Ja, all das sind unsere Vorbilder. Wenn wir Muhammad folgen, sallallahu alaihi wasallam, folgen wir automatisch allen Gesandten, allen Propheten. Ist das nicht super? Ja, weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht denselben Weg, wo die anderen schon vorausgegangen sind. Ja, und wir glauben, dass Allah diese Menschen geschickt hat mit der Botschaft. Diese Botschaft hat uns klar gemacht, welcher der gerade Weg ist. Und er zeigt uns auch, was die falschen Wege sind. Ja, die nicht zum Paradies führen, die in Schlamassel reinführen. Ja, die in schlimme Orte reinführen. Und die wollen wir nicht gehen. Nicht wahr? Schaut mal, wenn ihr alleine, Allah bewahre, stellt euch vor, jemand geht im Wald verloren, wie in den Märchen, ne? So Rotkäppchen oder so andere Märchen, ja, Hänsel und Gretel, die den Weg aus dem Wald nicht mehr rausfinden. Und das ist stockdunkel, man sieht die Hand nicht vor Augen, man weiß nicht wohin. Und auf einmal taucht jemand auf, ja, und der ist vertrauenswürdig, der ist ehrlich, der meint es gut und der zeigt dir mit einem großen, strahlenden Licht, das schau mal, hier geht's lang, hier ist Sicherheit, da findest du zu deinem Haus, zu deiner Sicherheit, zu einem guten Ort zurück. Sind wir nicht dankbar dafür, wenn jemand uns den geraden Weg zeigt und uns davor bewahrt, dass wir zum Beispiel, Allah bewahre, in eine Schlucht runterfallen oder von einem, Allah bewahre, Wolf angegriffen werden? Sind wir da nicht dankbar? Das danke, du hast mein Leben gerettet. Du hast mich vor einer Gefahr bewahrt. Ihr Lieben, die Gesandten sind noch viel wertvoller. Die zeigen uns den Weg zum Paradies. Nicht wahr? Wertvollste Ziel, wertvollste Weg. Und deswegen wertvollste Menschen sind die Gesandten. Ja, daran glauben wir auch. Dann die Vorbestimmung. Wir glauben daran, ich erkläre das euch ganz einfach. Wir glauben und wissen, dass Allah, der Mächtige, der Allwissende, er weiß alles. Allah, subhanahu wa ta'ala, weiß alles. Er weiß, was schon passiert ist, und zwar alles seit Adam und sogar davor. Ja, alle Kleinigkeiten von euren Großeltern und als deren Großeltern noch am Leben waren, als die Kinder waren. Allah weiß alles, was schon passiert ist auf dieser Welt, was die Engel so machen. Alles weiß Allah. Allah weiß, was jetzt gerade schon passiert. Stellt euch vor, in eurem Zimmer. Ja, stellt euch vor, da ist irgendwo jetzt, ne, okay, jetzt im Frühling kommen ja manchmal vom Garten so Ameisen rein in die Wohnung. Habt ihr das auch mal? Ja, vom Garten in die Terrasse und dann ist so eine Ecke, wo Ameisen auf einmal sind. Ja, und da muss man die ein bisschen vertreiben.
Ja, nicht töten, das finde ich gemein, aber versuchen mit, ja, dass sie irgendwie da abgelenkt werden. Schaut mal, da ist eine Ameise in einer Ecke von einem Zimmer. Da ist ganz dunkel. Keiner weiß, dass die sich da bewegt. Allah weiß. Allah weiß, dass die da ist, was die zum Essen braucht, wo die eigentlich wohnt, wo die geboren wurde, wann sie sterben wird, wo sie begraben werden wird. Allah weiß alles über diese Ameise. Geschweige denn über alle anderen Dinge. So, Allah weiß, was passiert ist. Allah weiß, was jetzt gerade passiert. Und Allah weiß auch schon, was noch passieren wird. Okay? Und Allah hat alles aufschreiben lassen. Alles ist dokumentiert. Ja? Zum Beispiel, wenn eure Mutter einen Plan macht, wenn Gäste kommen und die sagt, okay, schreib mal auf, damit ich planen kann. Ich mache diesen Kuchen und diese Torte und erst serviere ich Tee, dann später serviere ich Kaffee und die schreibt alles ganz genau auf. Obwohl das ist noch gar nicht passiert. Aber das ist ihr Plan. Ja? Jetzt, klar, wir sind Menschen. Es kann sein, dass die Gäste gar nicht kommen oder dass man an dem Tag ja, den Kuchen verbrennen lässt oder so, ja, was schief geht. Und es kann sein, dass der Plan nicht durchgesetzt wird. Kann das passieren? Wir sind Menschen, nicht wahr? Das kann passieren. Aber Allah weiß alles ganz genau, auch das, was noch passieren wird. Ja, und er plant nicht, er weiß. Er weiß, was schon passieren wird und hat alles aufschreiben lassen. Und dieses, das alles geschrieben steht, das nennt man die Vorbestimmung. Okay? Und das soll, und deswegen, wenn etwas uns passiert, wir wollten etwas voll gerne, aber ja, dann haben wir das doch nicht bekommen. Ja? Dann soll man auch sagen, Alhamdulillah, das war nicht geschrieben für mich. Ist okay. Ich bin nicht sauer. Ja, Allah hat mir andere viele Sachen gegeben. Wenn Allah mir das jetzt noch nicht gibt, was ich unbedingt haben wollte, ich bin nicht böse, ich bleibe dankbar, weil das war so geschrieben. Ja, machen wir das ab jetzt, inshallah, dass wir immer dankbar bleiben und geduldig, denn was wir bekommen sollen, das kriegen wir schon. Keine Sorge. Ja, was für euch geschrieben ist, das wird zu euch kommen. Man soll nicht gierig sein, nicht ungeduldig sein. Man soll dankbar bleiben. Okay? Das ist die Vorbestimmung. Und dann, oh, das ist sehr, sehr wichtig, ihr Lieben. Ja, wir glauben an Allah, Engel, Bücher, Gesandte, Vorbestimmung. Und jetzt kommt's, passt auf. Wir glauben an die Auferstehung. Was bedeutet das? Auferstehung. Bedeutet das dieses morgens nach dem Schlafen aufstehen? Daran glauben wir? Was bedeutet Genau, das? daran glauben wir auch. Wonach? Wonach auferstehen? Nach was? Nach dem Nachtschlaf? Nach was stehen wir wieder auf? Jüngster Tag, super. Und nach was wird der? Richtig, dann wird ein Engel in ein riesiges Horn blasen und dieser Ton wird so laut sein, dass diese Welt, ja, so wie sie jetzt ist, nicht mehr bestehen kann und eine andere neue Erde ausgebreitet wird und dann die Menschen alle versammelt werden. Super. Nach dem Tod. Ihr seid super. Ihr wisst schon so viel. Barakallah. Möge Allah eure Eltern segnen, die euch das alles beigebracht haben. Ganz genau. Das ist sehr wichtiges Wissen. Subhanallah. Ihr wisst mehr als viele, viele Erwachsene draußen in dieser Welt. Wisst ihr das? Ja, viele, sogar Studierte. Akademiker, Doktoren, ja, aber die glauben nicht an Allah und die glauben nicht an die Auferstehung. Ja, die wissen weniger als ihr. Wisst ihr das? So wertvoll ist dieses Wissen. Allah hat euch gesegnet. Ja, Allah hat euch ein Riesengeschenk gemacht. Seid dankbar. Ja, das sind Riesengeschenke, dass ihr dieses wichtiges Wissen habt. Richtig, wir glauben daran, dass wenn wir sterben, dass wir danach wieder aufwachen werden. So wie man schlafen geht und wieder aufwacht. So wie im Winter die ganzen Pflanzen sterben und im Frühling wieder blühen, nicht wahr? Können wir das nicht jeden Frühling beobachten, wie etwas wieder zum Leben erweckt wird? Ja, genauso. Allah, für Allah ist das ein leichtes. Wird Allah die Menschen wieder auferwecken? Und ja, dann wird es den Tag des Gerichts geben. Okay? Und der Tag des Gerichts ist, wo die Guten belohnt und die Schlechten ja, gerechtes Urteil finden werden. Und die Gerechten und Guten werden ins Paradies gehen und die Übeltäter und Arrogantlinge und Gemeinen und ja, na'udhu billah, Ungläubigen, Allah bewahre uns, ja, werden von Allah bestraft werden. Möge Allah uns alle, sagt Amin, möge Allah uns alle, unsere Eltern, unsere Nachkommen ins Paradies einlassen. Sagt Amin.
Sagt Amin, Allah wird eure Dua erhören. Ihr seid unschuldige Kinder, eure Dua, inshallah, kommt direkt zu Allah. So, jetzt möchte ich euch dieses Bild mal zeigen. So, schaut euch dieses Bild mal genau an. Was seht ihr? Ein Baum. Okay, schönes Bild, finde ich. Ja, ihr seht einen Baum. Ihr seht, dieser Baum ist grün und blüht und ist wunderschön. Ich finde, dieser Baum, der hat auch Früchte, aber die sieht man nicht so gut. Diese grünen, hellgrünen Dinger, das sollen die Früchte sein. Okay? Schöne, süße Früchte. Ja, wenn man die isst, dann hat man Genuss, die sind gesund. Ja, wunderschön. Und ja, super. Die Wurzeln. Richtig, ihr seid sehr gut. Mashallah. Und schaut mal, bei den Wurzeln des Baumes, und die sind ja Mashallah, schaut mal, die Wurzeln sind genauso groß wie der ganze Baum. Ne? Die sind tief in der Erde. Die sind stark. Ja, die sind nicht so kleine Wurzelchen. Wenn ein Wind kommt, dann kippt der Baum direkt um. Nee, 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 nee. Das ist ein starker Baum. Tiefe Wurzeln, starke Wurzeln. Die Wurzeln sind genauso groß wie der ganze Baum. Okay? So, ihr Lieben, jetzt passt auf. Der Iman, dass ihr glaubt, dass ja, Allah ist da. Ich glaube an die Engel. Ich weiß, dass es die gibt. Ich weiß, dass Allah Bücher geschickt hat. Ich weiß, dass alles geschrieben ist, dass Allah alles schon weiß, vorsieht, ja? Ich glaube daran, dass wir wieder auferweckt werden. Und ich weiß, dass Allah Gesandte geschickt hat. Das alles ist wie die Wurzeln eures Islams. Okay? Das alles zu glauben und zu wissen, ist tief in eurem Herzen. Wenn diese Wurzel in eurem Herzen stark ist und gut ist und gesund ist, wenn ihr wirklich, wirklich glaubt, dann kann euer Islam, was ist der Islam? Der Islam ist der Baum über der Erde. Das, was man sehen kann, euer Gebet, euer Fasten, euer Benehmen. Ja, es gibt islamisches Benehmen und es gibt unislamisches Benehmen. Schaut mal, wenn ich lüge und fluche und betrüge und sagen wir mal, ja, jemanden quäle und jemanden blamiere und ja, richtig so gemeiner, fieser Mensch bin, Audubillah, ja, das ist, was ihr sehen könnt, schlechtes Benehmen, nicht wahr? Was denkt ihr? Ist mein Iman, die Wurzeln in der Erde, sind die dann stark und gesund? Was denkt ihr? Wenn ein Baum krank und kümmerlich und ungesund aussieht, hat er dann gute Wurzeln? Nee, ne? Ja, vielleicht hat ja einer von euch einen Garten. Ja, manche Pflanzen sind so faul und krank sehen die aus, dann riechen die sogar auch schlecht. Und dann weiß man, die sind tot, die sind krank, die kannst du ausrotten. Ja, dann zieht man die an der Wurzel raus und die werden weggeschmissen. Der hat schwache und kranke Wurzeln, ihr seid super. Barakallah, ganz genau. Und deswegen, wenn ihr wollt, dass euer Islam gut ist, eure Gebete, euer Benehmen, euer Charakter, ihr seid eine starke Persönlichkeit, kein Wischi-Waschi-Schwammmensch, ja, der alles mitmacht und keine Meinung hat und schwach ist und sich alles gefallen lässt. Nein, starke Persönlichkeit. Ja, jemand, der respektiert wird, von Allah respektiert wird, geliebt wird. Ja, wenn ihr eine gute, anständige Person, Muslim sein wollt, dann müsst ihr eure Wurzeln, den Iman, gut machen. Okay? Dann muss euer Iman gut sein. Wo ist Iman? Macht nächste Bild. Ja, Iman ist vor allem im Herzen. Ja, im Herzen. Wir lieben Allah. Wir sind überzeugt, dass es die Vorsehung, die Engel, die Bücher, all das geben wird. Iman stärken, ganz genau, Safia, super. Ja, und deswegen, Iman ist im Herzen, aber, Iman ist im Herzen, aber, zeigt sich in den Taten. Nicht wahr? Schaut mal, wenn ich sage, ja, in meinem Herzen glaube ich ja, dass ich eine Mutter habe. Ich habe eine Mama, okay. Und ich glaube ja auch, dass diese Frau da meine Mutter ist. Ich nenne sie auch Mama, okay? Und dann kommt diese Mama euch nach der Schule abholen, okay? Und dann ignoriert ihr die. Ihr guckt gar nicht auf diese Frau, auf eure eigene Mutter. Ja, ihr sagt, ja, ich glaube im Herzen, dass du meine Mutter bist, aber ich fahre jetzt mit dieser Frau mit einer anderen Frau. Und das ist auch so, wenn jemand ein riesen Bayern-München-Fan ist, aber er läuft ganz halt in Dortmund. Ja, oder so, genau, wie die Jungs vielleicht, ja. Ganz genau. Die sagen, oh, ich liebe diese Person, im Herzen liebe ich den, ja. Aber, ja, mit meinen Taten rede ich schlecht über den. Hä, dann stimmt was nicht. Ja, wie, du liebst den im Herzen, aber deine Taten sind genau das Gegenteil. Macht das Sinn? Kann das sein? Nee, ne? Oder jemand in eurer Klasse sagt, oh, du bist meine beste Freundin oder mein bester Freund.
Ja, im Herzen liebe ich dich so viel. So, und am ganzen Tag redet er nicht mit euch und behandelt euch schlecht, lacht euch aus und ist gemein. Was könnt ihr mit so einer Liebe anfangen? Seine Liebe im Herzen, ist die echt? Ist in seinem Herzen wirklich Liebe für euch? Nee, ne? Genauso in unserem Herzen, ihr Lieben, in euren kleinen Herzen, ja, muss all das sicher drin sein, inshallah, und dafür sind wir hier, dass wir das gemeinsam, inshallah, absichern und gut miteinander lernen. Und mit Allahs Hilfe wird unser Islam dann wunderschön sein. Genau. So, jetzt in diesem Kurs wird es ja gehen über Islam. Das war jetzt eben ein Rückblick, eine Wiederholung über, was ist Iman, ja? Aber in diesem euren Kurs, jetzt, wo wir gerade zusammen machen, werden wir über Islam sprechen, ja? Und wir möchten euch jetzt gerne einen Überblick geben, was wir in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam besprechen werden. Genau. So, man könnte auch sagen, dass der ganze Kurs eigentlich über eine Erklärung von diesem einen Hadith ist. Genau. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Islam wurde auf fünf Tragpfeilern gebaut. Dem Zeugnis, dass kein Gott da ist außer Allah, la ilaha illallah, und Muhammad der Gesandte Allahs ist, wo Muhammad Rasuluhu, dem Verrichten des Gebet, dem Entrichten der Zakat, Entrichter ist Geben einfach. geben Geben der der Zakat, Zakat. dem Hajj, Pilgerfahrt nach Mekka und dem Fasten im Monat Ramadan. Ganz genau. Und das ist alles, was ihr gerade gelesen habt, ist auch Thema von unserem gesamten Kurs. Ja, das, was wir gerade hier gelesen haben, werden wir inshallah jede Woche einzeln erklären. Was bedeutet das? Wie können wir das am besten machen? Ja, wie können wir das lernen? Was gehört alles dazu? Das machen wir inshallah in den nächsten Wochen und Monaten. Genau. Ja, also nochmal hier ein Überblick. Islam Islam ist. ist Shahada, La ilaha illallah und Muhammad Rasulullah. Es gibt keinen Gott außer Allah und Muhammad ist sein Gesandter. Das Gebet, das fünfmal Beten am Tag, das Fasten im Monat Ramadan, Hajj, also die Pilgerfahrt nach Mekka und Zakat, das Geben von Almosen oder Genau, ja. genau. Und das sind also fünf Themen, okay? Und diese fünf Themen werden wir von Woche zu Woche inshallah lernen, plus die Namen der Suras des Korans, plus 99 Namen Allahs und plus, ja, wir werden sogar euch auch anbieten, Koran lesen zu lernen. Das kommt dann inshallah ab nächster Woche. Ja, wir haben also gelernt, schaut mal nochmal dieses Bild. Ihr kennt bestimmt alle dieses Spiel, ja, wo man so Holzteile ja aufeinander legt und dann muss man eins rausziehen. Ja, vielleicht habt ihr sowas schon mal gespielt. Jenga. Ja, genau. Ja, und davon lernen wir eben, dass das Fundament, die unterste Schicht, die muss stark sein. Ja? Und genauso, wir werden inshallah nochmal uns erinnern, dass Islam steht auf einem Fundament. Ja, was ist dieses Fundament? Wie können wir einen starken, guten Islam haben, damit wir inshallah letztendlich alle gemeinsam ins Paradies eingehen können? Ja, was haben wir also nochmal heute gelernt? Den Überblick des Kurses, Überblick über was Iman ist und eine kurze Erklärung darüber und Überblick was über was Islam ist und eine Ganz kurze genau. Erklärung. Ganz genau. Ja, Ja. das war's von uns, ihr Lieben. Jetzt schalten wir eure Mikrofone frei. Aber bitte nicht alle auf einmal reden, ja, weil das ist das einfach zu laut. Immer der Reihe nach, damit ihr inshallah, wenn jemand möchte, kann jemand Fragen stellen oder etwas sagen. Genau, eure Mikrofone sind frei. Ihr Lieben, hat jemand von euch eine Frage oder möchte etwas sagen? Wir warten ein bisschen, vielleicht fällt noch jemandem was ein. Ja, heute gibt es erstmal keine Hausaufgabe. Inshallah, ab nächster Woche wird es auch Hausaufgaben geben. Ja, jemand redet? Huzaifa, hast du eine Frage? Nee, schnell weg. Okay, dann scheint keiner eine Frage zu haben. Ja, hat euch inshallah, ich hoffe, diese erste Stunde Freude gemacht. Inshallah geht es ab nächster Woche weiter. Und wir möchten bitte, dass ihr auch inshallah dann ab nächster Woche alle fleißig Hausaufgaben macht. Ja, wir geben euch nicht viel auf, wirklich nicht, das kann man schnell lernen, aber jeder von euch soll seine Hausaufgabe dann in der Telegram-Gruppe, ja, abgeben, inshallah. Und falls ihr auch später noch eine Frage habt, ihr könnt in der Telegram-Gruppe uns schreiben. Okay? Inshallah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Ich danke euch, ihr lieben Kinder. Allah möge euch mit dem Besten belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum السلام assalam. عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.